Eine der größten Lügen, die wir in der Schule lernen, ist garantiert die folgende. Schummle nicht, schau nicht, was dein Tischnachbar macht und finde die Lösung auf alle Fälle selbst. Das Problem dabei ist, wenn wir nachher in die Businesswelt einsteigen, wenn wir uns selbstständig machen, dann kommen wir drauf, dass hier der Hase komplett anders läuft. Weil da geht es jetzt plötzlich darum, nicht das Rad permanent neu zu erfinden. Und es geht auch nicht darum, permanent in diesem Do-it-yourself-Modus zu sein, alles selbst herauszufinden und alles selbst zu lernen, sondern ganz im Gegenteil, dir die Blueprints der anderen permanent auszuleihen und zu schauen, was du aufgrund dessen einfach auch wirklich erreichen kannst. Apple hat den Computer nicht erfunden und Tesla hat das Auto nicht erfunden. Aber beide haben etwas genommen, das schon da ist und haben dann diese Innovation draufgesetzt. Und genau das Gleiche gilt für dein Business. Nimm das, was da ist. Mach es besser, aber erfinde es nicht dauernd neu. Dieses Do-it-yourself kostet nicht nur unglaublich viel Zeit, sondern unglaublich viele Ressourcen deinerseits. Und damit vergibst du massig Chancen am Markt für dich und für dein Business.